Hallo meine Lieben, ich habe heute wieder mal ein Neuzugänge-Video von dem letzten Jahr, was letztes Jahr im August bei mir eingezogen ist und was ich davon schon gelesen habe und was natürlich noch rumsuppt. Video für euch und ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, was letztes Jahr im August mit mir passiert ist, aber letztes Jahr sind 28 neue Sachen bei mir eingezogen. Fragt mich nicht, was da in mich gefahren ist und ja. Einmal ist bei mir eingezogen Luca, ein Hörbuch, also der Film Disney Luca. Und ja, da habe ich leider nur so eine digitale Hörbuchfassung zugeschickt bekommen gehabt. Ja, und deswegen habe ich das Cover leider nicht mehr, aber ich verlinke es euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne ja, euch das Cover angucken, beziehungsweise gibt es dazu ja auch eine Rezension. Da könnt ihr euch auch, da seht ihr das Cover nochmal. Da zeige ich euch es auf jeden Fall auch nochmal. Dann ist letztes Jahr, es sind hier einfach viel zu viele Bücher. Und ja, letztes Jahr ist bei mir eingezogen Mein Herz wird dich finden. Und ja, ich habe es noch nicht gelesen, habe es aber vor. Dann ist letztes Jahr bei mir eingezogen, habe ich zwar jetzt schon mehrfach gesehen, mir angeschaut bei Netflix, The Kissing Booth. Ich habe, ja, wie soll ich sagen, den Film diesmal als erstes mehrfach schon angeguckt und das Buch dazu noch nicht gelesen gehabt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Buch sein wird. Ja, ist daher immer noch ungelesen. Dann ist letztes Jahr bei mir eingezogen, ja, Bartholomäus, das Amulett von Samarkand. Ich glaube, das war der erste Band dieser Trilogie. Ja, das ist der erste Band dieser Trilogie. Den habe ich ja schon als Graphic Novel gelesen gehabt, aber ja, ich wollte natürlich noch mal so lesen. Ich weiß natürlich schon, um was es ungefähr geht, aber ja, ich will es natürlich noch mal lesen in ausführlicher Variante. Hier weiß ich gar nicht, wie der zweite heißen wird. Das Auge des Golem. Aber ja, ich bin mir da nicht sicher, wie die Folgebände heißen werden. Aber ja, die sind auf jeden Fall alle schon erschienen und müsste es nur noch mal lesen, beziehungsweise ja, ein Reread wäre es ja auch nicht wirklich, aber ich weiß halt schon durch die Graphic Novel, was passiert ist und um was es geht. Und ja, dann ist letztes Jahr bei mir eingezogen Der letzte König. Hier ist auch immer noch dieser blöde Bepper drauf, den ich nicht abkriege, weil sich sonst der ganze Bepper auflöst. Aber ja, das ist ja der dritte Band oder das finale Band einer Reihe. Genau, der erste heißt Der letzte Krieger und dann kommt Der letzte König. Es ist auf jeden Fall Band 2 oder halt Finale, je nachdem. Es ist auf jeden Fall auch eine wunderschöne Karte mit drinne. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wann ich dazu greifen werde. Muss natürlich logischerweise erst Band 1 lesen, bevor ich hier weiterlesen kann. Und ja. Und dann ist letztes Jahr bei mir eingezogen Aufgetaut von David Safir. Und ja, das ist das erste, was ich schon gelesen habe. Fand ich mega, mega süß und lustig. Und ja, habe ich natürlich schon gelesen. Dann ist letztes Jahr bei mir eingezogen, ja, Ein ganzes halbes Jahr ist natürlich auch schon gelesen. Das war eher nochmal so, weil ich hatte es schon gelesen gehabt. Und ja, irgendwie war mein Buch aber verschwunden, meine Ausgabe, und da habe ich mir es einfach nochmal geholt. Und falls ich es natürlich nochmal lesen möchte, aber das zählt natürlich als gelesen. Dann ist letztes Jahr bei mir die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig eingezogen, da es ja ein Buch war, was ich in meiner
in meinem Buchclub zusammengelesen habe. Ja, deswegen ist es letztes Jahr bei mir eingezogen. Und dann ist letztes Jahr Band 2 und Band 3 von der Sturmtochter noch bei mir eingezogen. Also das ist 3 und das ist 2. Und ja, was soll ich sagen, ist natürlich auch schon gelesen und beendet diese Reihe. Jetzt wird es langsam hier so ein bisschen knapp, was so den Platz betrifft. Dann ist letztes Jahr, das ist echt viel zu viel, ich weiß immer noch nicht, was mich geritten hat. Ja. Dann ist letztes Jahr eine komplette Trilogie bei mir eingezogen, nämlich die Soho Love-Reihe. Einmal Fly and Forget ist natürlich gelesen. Try and Trust natürlich auch schon gelesen. Und Play and Pretend auch schon gelesen. Also ja, eine komplette Reihe ist letztes Jahr bei mir eingezogen und natürlich komplett gelesen. Ja, was natürlich auch nicht so oft vorkommt. Zu den Büchern gibt es natürlich auch schon Rezensionen, da könnt ihr gerne auch schon vorbeischauen. Dann ist letztes Jahr bei mir eingezogen Das Haus der wilden Rosen. Und ja, dazu gibt es auch schon eine Besprechung und natürlich schon gelesen. Und dann ist This is Your Show letztes Jahr bei mir eingezogen, auch schon gelesen. Und dazu gibt es auch schon eine Rezension. Dann ist letztes Jahr noch bei mir eingezogen, bevor ich es jetzt vergesse, Lady Hardcastle Band 1 natürlich schon gehört und ja, geliebt. Ich habe natürlich jetzt schon, jetzt erscheint ja schon fast bald Band 4 und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, da findet ihr auf jeden Fall auch eine Besprechung zu Lady Hardcastle Band 1 von mir auf meinem Kanal und ich verlinke euch natürlich alles nochmal unten in der Infobox. Dann ist letztes Jahr eingezogen Knochenblumen welken nicht, auch schon gelesen und rezensiert. Und ja, When You Look at Me von Kelly Moran, auch schon gelesen. Und ja, also ich muss sagen, es ist mehr gelesen als ungelesen. Dann ist letztes Jahr noch eingezogen Gib mir ein Herz, auch schon gelesen. Dazu gibt es auch schon eine Besprechung. Und Wie uns die Liebe fand, auch schon gelesen. Und ja, gibt es auch eine Besprechung. Und Die Liebe wohnt im zweiten Stock ist auch schon gelesen. Und dazu gibt es auch noch eine Besprechung auf meinem Kanal. Dann, ja, zum letzten Haufen, den ich habe. Ja, 28 Bücher sind natürlich dann schon doch etwas sehr viel. Dann ist letztes Jahr bei mir eingezogen Band 1. Der Taste of Love-Reihe natürlich auch schon gelesen und Band 3 Zart verführt von der Taste of Love-Reihe auch schon gelesen. Dann ist letztes Jahr bei mir eingezogen Band 8 der Craigs Tagebuch-Reihe schon gelesen und Band 9 Böse Falle auch schon gelesen und So ein Mist Band 10 auch schon gelesen und ja. Alles Käse, Band 11, auch schon gelesen. Und Tschüss, Band 12, ist auch schon gelesen. Ja, also, ja, wie ihr seht, ist eigentlich so gut wie alles gelesen. Außer 1, 2, 3, 4 Sachen sind ungelesen von 28. Finde ich, ist dann doch schon sehr, sehr großes Stück. Also diese 4 sind noch ungelesen bei mir. Aber der Rest ist alles schon gelesen und ja, einige findet ihr, wie gesagt, die Besprechung auf meinem Kanal. Schaut auf jeden Fall vorbei und ich verlinke euch nochmal alle genannten Titel unten in der Infobox. Da könnt ihr euch auch nochmal in Ruhe die Klappentexte durchlesen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!